Ach so, scheiße. Ein Fichtensetzling. Hopp, war mal heil. Müssen uns irgendwann mal so eine Ecke errichten, wo wir dann immer nur Bäume bauen. Es sei denn, wir wollen die immer hier so zwischendurch. Ach, du guckst hier schon drunter wieder. Weil irgendwo muss hier was sein. Das ist doch sonst so, das ist doch nicht normal bei leicht. Bei leichten Schwierigkeitsgrad kann das nicht normal sein, so viele Monster auf einem Fleck. Oder, Enrico? Selten. Also ich habe es zumindest noch nicht gehört, es sei denn, es wurde irgendwas geändert. Hast du Fackel? Ja, nicht viel, aber ein paar. Ich werde mich jetzt hier so Stück für Stück vorarbeiten. Irgendwo muss doch hier was sein. Wie kommst denn du hierher? Habe ich hier lang gegraben? Lol, hey. Da. Eine Tür. Kommen wir ja nicht mehr hoch, oder was? Doch, warte. Ist nur zu. Jetzt. Ich muss doch eine Fackel mal unten platzieren. Aber das ist ja merkwürdig. Hier unterm Wasser ist ein Loch. Entschuldigung. Ja, was? Ja, weil hier ein Creeper explodiert ist. Nee, guck mal da, unter das Ding. Hier. Da drunter ist ein Loch. Sind denn die Wasserquellen hier? Das ist doch. Ah, guck mal hier, hier ist doch was. Ja, deswegen sage ich ja. Aber ist alles unter Wasser und ich sticke hier gleich. Ich versuche gerade die ganzen Quellen hier wegzukriegen. Jetzt hast du es, glaube ich. Ja, die Quelle hier Was? oben habe ich jetzt weg. Wir sind das hier noch irgendwie zu bauen. Ist aber trotzdem noch unter Wasser. Aber ich höre Wasserzombies. Schwämme wären gut. Was Oh wäre ja, gut? Schwämme. Die machen das ganze Wasser weg. Aber wie kriegt man die? Also auf jeden Fall muss da irgendwie noch was sein. Ne, ich höre Wasserzombies, die sind nicht hier draußen. Die sind da unten. Muss mal kurz an deiner Werkbank. Muss jetzt mal rausfinden, wie man Schwämme produziert. Oder ob man die fit nur finden kann. Wo ist denn hier der Eingang? Hier.
Hier habe ich auch einen Zugang zugefunden bei mir jetzt, ja. Glas war wie gesagt mit Sand, ne? Ja, Sand verbrennen ist. Das heißt, Glas. Ich muss jetzt erstmal viel Sand abbauen. Oh nein, den gibt's nur im. Oh, den gibt's nur im Kreativmodus. So eine Kacke, Alter. Wer denkt sich denn so ein Mist aus? Es ist Nacht. Ah, hier ist schon wieder einer gespawnt. Bei mir im Haus? Sich... Nee. In deinem Haus. Markus hat sich sein eigenes Beet angebaut. Siehst du das? Irgendwo hier ist noch, geht's noch da rein. Okay. Ich glaube, das Wasser kommt noch von irgendwo anders her. Bin ich mir fast sicher. Na, da ist ja eine Quelle drin. Ja, aber es ist immer noch alles Wasser, deswegen. Obwohl, du hast dich jetzt hier komplett durchgebaut, gell? Wo? Du hast dich jetzt von da drüben bis hier rüber geschwommen, oder wie? Ach so, hier, das ist das andere, die andere Dings, ja, das ist praktisch die andere Seite. Ja. Irgendwas muss hier noch irgendwo sein. Hier muss es sein, ja. Ich hab's auch gerade klingelt hören. Es gibt so ganz komische Töne, die immer zeigen, was in deiner Nähe ist wohl. Ja. Also irgendwas ist auf jeden Fall hier noch. So, während mein Ofen jetzt halt mal ein bisschen Glas herstellt, gehe ich mal kurz auf Klo und komme sofort wieder. Jo. Merkwürdig alles. Ich bin mir aber auf jeden Fall absolut sicher, dass hier irgendwo ein Spawner oder irgendwas sein muss. Das ist abnormal viel hier auf der Insel. Und Bett, Werkbank. Ruhe. Ich glaube, Kevin leidet an Alzheimer. Wieso? Weil er sich alles beschriften muss. Was denn? Creeper.
So. Gut, jetzt habe ich wieder Glas. Warte mal. Halt. Da. So, man soll das auch erst aus dem Ofen nehmen. Dann funktioniert das Ganze auch erst. So. Oh, jetzt habe ich sie blind gemacht. Ja, ja. Hier ist definitiv ein Spawner. Ich stand gerade hier unten, baue Kohle ab und höre so. Weißt du, wie dieses Geräusch, so dieses ganz spezielle Geräusch. Du weißt, was ich meine, oder? Oder Enrico, du weißt, welches. Warte. Ich. Fight. Oh, ich bin vergiftet. Ich werde sterben. Das klingt aber komisch. Ich werde gleich sterben. Oh. Tötet er mich, du Sau. Oh, ich sterbe nicht. Was hat ihn mir denn aufgesetzt für eine Krankheit? So sehe ich ihn nicht mehr. Ja, ich habe einen Balkon. Aber ich weiß nicht, was war Gott nicht, wie sie Babys hinbekommen hat bei ihrem Balkon da. Sorry, ich habe ihm hier in die Nähe geklaut. Aber wie es du geschafft hat, da Glasscheiben drumherum zu kriegen. Bei mir sind es Glasblöcke. Du musst das aus den Glasblöcken kannst du Glasscheiben machen. Ach, ist egal. Ah, alles gut. Sieht halt so aus. So, warte mal. Na, das ist wenigstens nicht ganz gleich. So ja, gut. Eben. Vielleicht ist es auch ein bisschen besser, was Unterschiedliches mache. Ich schaue jetzt unter meinem Balkon unten drunter noch. Oh, sehe ich wieder kommen. Naja, Kevin, sein Haus ist halt ein Fuschhaus und jetzt ist es das originale Haus. In die Fresse. Nee, Kevin mag einfach den moderneren Stil, wie diese ganzen Häuser, die nur noch als Kasten hingeklatscht werden. Ja. Ich finde die schrecklich. Habt ihr die schon mal gesehen? Diese Schnellbauhäuser? Oh. Ja, haben wir auch in der Nachbarschaft. Diese viereckigen Würfeldinger, Alter. Oh. Naja, der Architekt hat Minecraft gespielt. Was willst du erwarten? Jetzt hast du. Komm her, Creeper. Komm her. Na komm. Oh. Und noch ein Wasserzombie. Kannst du mal aufhören, mich zu attackieren, du Missvieh? Das war auch noch ein Baby-Wasser-Zombie. Ich begradige gerade alles um. Pass auf, Herr Rico, zu deinen Alpakas kommt gerade was Brennendes. Welcher Alpaka? Ah, die Sonne geht deine Pferde, auf. Was auch immer das ist. Lama! Ja, und? Das ist mir scheißegal. Ja, die greifen das nicht an, die Tiere nicht an. Ach, lol. Ey, bist du unsichtbar? Ah, mit dir kann man nicht dealen. Schade. Mit dir kann man schon dealen, aber du hast nicht. Mit dir kann man nicht dealen. Das klingt auch geil. Na, bist du wütend? Spuck mich doch an. Irgendwie klingt das bei Enrico immer perverser. Dabei bist du nur für die perversen Sachen zuständig. Ja, ich hab einen Balkon. Badam, badam, badam. Hallo, Hundi.
Ah, tot. Enrico. Ja. Wo bist du gerade? Ach da. Komm mal her. Wait a minute. Ja, schwarzes. Jetzt kann man Rassentrennung machen. Oh Gott, ernsthaft jetzt? Ja. Weißt du, für was Wolle alles gut ist? Daraus kannst du Teppich machen oder Wolle. Also von Rassentrennung zu Teppich ist auch irgendwie. Nein, aber weil es dann immer so unterschiedliche Farben gibt. Und so kannst du jetzt braun, schwarz, weiß. Und weiße Wolle musst du so oder so färben. So. Markus, 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 da oben. Wie er Glas darüber gesetzt hat, über die. Über das Loch, gell? Ja? Ich habe mich auch gewundert, kommt da so vorbei, auf einmal Glas im Boden. Ich so, hä? Ja, geh mal jetzt hier runter. So weit wie ich gegraben habe, vielleicht kommt das ja dann auch bei dir, dieses Geräusch. Und ja, hier ist ein Zombie. So ein Ja, hier ist ein Spawner. Hast du Fackeln mit? Ja. Wir brauchen eine Fackel, die muss dann auf den Spawner drauf gestellt werden. Wo ist denn der beleuchte Spawner? Nee, beleuchte erstmal hier unten. Warte. Der muss hier irgendwo daneben sein. Gib mir mal ein paar Fackeln. Please. Warte. So. Bitte. Also ich war mir doch sicher, dass hier irgendwo einer sein muss. Ich bin doch nicht bescheuert. So viel Spawne hier. Aber ich hatte mal wieder das Talent dafür, genau dort zu bauen, wo immer da. Ach, das ist unfassbar bei mir. Ich hoffe, dass hier einer ist. Das wäre nämlich ganz geil. Da könntest du, glaube ich, eine Falle bauen, ne? Oder? Könnte man da noch nee, eine Falle bauen? Da sind Kisten, wo Ware drin ist. Gute, hochwertige Ware. Ja, aber nicht alles für dich, ne? Nee, natürlich. Ja, und zur Not kann man den halt auch als Farm nutzen. Meinte ich doch, da kannst du irgendwie so Fallen drum bauen, dass die dann da irgendwie mal gleich getötet werden und dann gleich alles ausspucken, was die so an sich tragen. Oh, wo ist er? So. Blub. Ja, ich sortiere mir gerade, ich hole mir gerade Sand, weil ich Glas herstellen will. Noch mal ein aber heute läuft es auf jeden Fall schon mal echt gut, muss ich sagen. Ah, hier ist ein Höhlensystem. Ja, weil wir heute ein bisschen unabhängig sind, wir wollen dann ein bisschen was tun. Aber ich habe noch nie einen Wasserzombie-Spawner gesehen. Also, das ist auch was Neues. Was würde ich jetzt machen? Ach ja, genau. So, und dann wollte ich. Ach, Schild auch geil, kann man auch bauen, okay. Schilder habe ich genug in meiner Truhe, brauchst du keine bauen. Nein, Schild, nicht Schilder. Schild zum Abwehren von Angriffen. Achso, ich dachte mir jetzt Schilder. Sehr praktisch, die Schilder.
Schon klar, ich habe schon verstanden, was er meint jetzt. Weil ich habe gedacht mir, okay, ein Schild brauche ich nicht bauen. Ah, da. Ich brauche. Okay, gut, dann mache ich erstmal das. Und jetzt kann ich hier ein Tor bauen. Ha! Ah, wieder zu hoch. Hier war auch gerade wieder so ein Geräusch. Das muss irgendwo, Enrico, hier, wenn du hier oben, bei mir hier oben bist, ne? Also über der Höhle. Der muss irgendwo auf der Höhe liegen, wo meine Plattform ist. Also wo du praktisch unter meinem Haus drunter durchgehen kannst. So. Ungefähr auf dem Quadranten muss das sein. Quadranten? Ja. Ja, du weißt, wie ich es meine. Ja. Ja. Ich guck gerade. Ich suche. Ich war mir doch sicher, kann ich ja nicht sein, dass hier so viel spawnt. Da muss doch irgendwas gewesen sein. Das Blöde ist, du hast hier ein richtiges Unterwassersystem unter deinem Haus. Tja, da haben wir auch viel zu entdecken, was wieder Story für unsere Kanäle bedeutet. Nur so leicht finde ich den jetzt hier unten drinnen nicht. Ja, wir können ja jetzt Stück für Stück gucken gehen zusammen. Alles gut. So, dann setzen wir noch ein paar Bäumchen derweile. Wieso ist der hier? Ach, das ist einfach nur das, weil da der andere Baum noch ist. Okay, gut. Hier haben wir noch einen Setzling. So, zack. Zack. Das klang nicht so gut. Zack, zack. 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 Ja, irgendwo ist ja auch noch. Ne? Was meinst du? Das habe ich auch gerade gehört, dieses. Ja, ja. Ja. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir nicht weit brauchen, um Abenteuer zu erleben. Geil. Ah, jetzt schon wieder. Da hinten. So. Alter, was ist das? Ist das ein Baum? Ist der so gewachsen? Ja. Wo ist denn Enrico? Wo bei bist mir du hier gerade? Ah, hier, komm mal kurz her zu mir hier. Ja, nee, nicht zum Haus. Hier. Ja. Guck mal, hier ist der so gewachsen? Ist der so hier in diese. Auch nicht schlecht, oder? Der wurde sehr tief gebaut. Kann sein, dass ich habe hier ein paar Bäume gepflanzt. Kann sein, dass ich den irgendwie ins Loch reingeworfen habe, dass da ein Loch drunter stand. Ja, das kann ja sein. Ja, doch, ja. Den habe ich so gepflanzt. Hier unten drunter ist ja das eine Loch. Blätterboden.
Ah, ich habe hier. Runter ist das Loch. Ja, da war aber ein Loch im Boden und da habe ich dann den Sessling reingesetzt. Oh Mann, oh, schade, dass ich keinen Fuchs hier fangen kann und zähmen kann. Nee, kannst du nur von mir. Also, man kann die, glaube ich, auch gar nicht sich, Ja, leider nicht, ne. an sich beziehen. Ach Mist, das Wasser reicht nicht aus. Was suchst du in meiner Kiste? Kohle. Kohle. Aber du hast keine da. Warum bedienst du dich auch meinen Zeug? Darf ich Jetzt nicht? musst du leider drinnen bleiben, sonst sterben wir beide. Hä? Was hast du Oder wir getan? schlagen, weil der Typ da vorne in der Haustür steht. Oder hast du ein Schwert mit? Nö. Nee. Schlecht. Ich habe nur so einen Stock. Der will uns nicht weiterbringen. Ich habe nur den Griff nicht, das ist voll die niedrige Decke. Hier. Was? Wir müssen den beide zusammen angreifen. Einer wird sterben. Dann geh mal vor, du stirbst. Ich glaube, du hast mich jetzt Gut, mitgekriegt. keiner ist gestorben. Ja, wir haben es geschafft, wir haben es gemeinsam geschafft. Aber der war nicht lange gebraucht. Drei Schläge oder war das irgendwie, war das nicht down? Ja, jetzt kannst du wieder gehen. Tschüss. Ich habe mehr Rüstung als du. Aua. Ich höre nur, wie er rausgeht und geschlagen wird. Ja. Steht das nächste zum Ertrunkener oder was vor der Tür? Naja, ich liege im Bett und schlafe. Ich habe Also. es rechtzeitig geschafft. Ja, ab ins Bettchen. Passt hier mal ein bisschen auf, okay? Ich möchte nicht wiederkommen und dann.